Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 157 Topor, zweiter Teil. Bevor Wobble mit einem Plopp verschwinden konnte, klopfte es, sodass der Elf zuvorkommend die Tür öffnete und Hermine hineinließ. Hallo Wobble, grüßte diese fröhlich und er erwiderte den Gruß, bevor er sich verabschiedete und sich in Luft auflöste. Als ihr Blick auf Harry fiel, da bemerkte sie, dass seine Laune nicht die beste war, was sie an der runzeligen Stirn ausmachen konnte. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Wollte sie wissen. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich und es schien, als wäre ihm bei ihrem Anblick gerade etwas Wichtiges eingefallen. Hermine, gut, dass du da bist. Wir müssen unbedingt über eine Gesetzesänderung sprechen, und zwar in Bezug auf die Hauselfen. Um was geht es denn? Fragte sie ein wenig besorgt, denn Harrys Stimme war noch immer voller Zorn gewesen. Wop, er begann anders, damit Wobble nicht wieder erscheinen würde. Mein Elf hat mich gerade gefragt, ob er Babys machen darf, Hermine. Stell dir das mal vor, sagte Harry noch immer sehr perplex. Hermine strahlte und fragte schelmisch. Du hast es ihm doch hoffentlich erlaubt. Verstehst du es denn nicht? Sagte er missgelaunt. Er musste mich fragen. Er sollte mich nicht fragen müssen. Die Tür vom Schlafzimmer öffnete sich und Ginny huschte mit einem ermahnenden Blick ins Wohnzimmer. Könnt ihr bitte ein bisschen leiser reden, bis ich den Lärmschutzzauber gesprochen habe? Ginny wandte einen Spruch an der Schlafzimmertür an, damit Nicholas nicht gestört werden würde. Gleich darauf näherte sie sich Harry und Hermine und auch sie bemerkte, dass mit Harry etwas nicht stimmte. Warum bist du so sauer, Harry? Warum ich so sauer bin? Wiederholte er aufbrausend. Ich sollte eben ein Formular unterschreiben, das unserem kleinen Freund erlaubte, eine Elfe zu umwerben und einen Bund mit ihr zu schließen. Aber das ist doch süß, sagte Ginny grinsend. Sich mit beiden Händen das Gesicht reibend, verdeutlichte er zermürbt. Ihr versteht mich einfach nicht, oder? Doch, versicherte Hermine ernst. Ich verstehe. Er darf so einen Schritt nicht ohne deine Erlaubnis wagen. Das ist einfach eine Frechheit. Harry nahm seinen Teller mit dem angefangenen Stück Kuchen auf den Schoß. Bevor er ein Stück aß, schilderte er. Ihr hättet erstmal auf das zweite Formular schauen müssen und die Punkte, die darauf aufgeführt waren. Da hätte ich doch tatsächlich ankreuzen müssen, ob er die Kinder auch behalten darf. Das ist... Er schüttelte entrüstet den Kopf und stellte den Teller wieder aufgebracht zurück auf den Tisch. Denn irgendwie war ihm nicht mehr nach Essen zumute. Hermine, du musst Kingsley bitten, besonders diese Dinge zu ändern. Jeder Elf sollte das Recht haben, sich ohne seinen Herren um eine Familienplanung kümmern zu dürfen. Ich muss ja auch niemanden fragen, wenn ich ein Kind haben darf. Doch, widersprach Ginny neckend. Du musst mich fragen. Aber das ist doch was anderes, Ginny. Stell dir vor, ich müsste deine Mom fragen. Sie würde dir doch so viele Kinder erlauben, wie du möchtest. Aber um zurück zum Thema zu kommen, ihr behaltet beide recht. Das ist ungeheuerlich, dass die Zauberergesellschaft ihre Elfen so im Zaum hält. Zustimmend nickte Hermine. Ich habe Kingsley schon einige Vorschläge gemacht, aber nicht spezifisch zu diesem Punkt. Ich werde es nochmal ansprechen. Während Ginny ihrer besten Freundin ihren Dank wegen der Salbe wegen Nicolas Zahnschmerzen aussprach, murmelte Harry ab und an Boshaftigkeiten, weil ihm die Angelegenheit mit dem Formular noch immer sehr aufregte. Hermine, warum bist du eigentlich hier? Fragte er nach einer Weile,
Denn eigentlich war sie um diese Uhrzeit bei Severus. Ach ja. Hermine hatte während des Gesprächs mit Ginny ihr Anliegen ganz vergessen. Ich wollte fragen, ob ich mit Severus zum Grimmauldplatz gehen darf. Ich bin mir sicher, dass in der großen Bibliothek einige alte Bücher stehen, die sich mit Basilisken befassen, zumindest in der Theorie. Wir würden sie uns gerne ausleihen. Wo ist Severus jetzt? Er wartet vor der Tür, antwortete Hermine. Warum ist er nicht mit reingekommen? Fragte Harry, doch eine Antwort wartete er nicht ab, denn er ging bereits zur Tür hinüber, um diese zu öffnen. Die braunen Augen des Kollegen starrten ihn überrascht an. Warum stehen Sie bitteschön hier draußen auf dem Flur, Severus? Einladend machte Harry eine Handbewegung nach innen und forderte Severus so wortlos dazu auf, einzutreten. Sie möchten auch die Bibliothek im Grimmelplatz ansehen? Wenn Sie nichts dagegen haben, antwortete Severus ruhig. Was sollte ich dagegen haben? Fast jeder, der eingeweiht ist, kann dort ein- und ausgehen. Erschöpft ließ sich Harry auf die Couch plumpsen. Ich hoffe, Sie haben ab und an mal einen Blick auf das Anwesen geworfen? Fragte Severus. Weil alle drei ihn fragend anblickten, erklärte er. Fletcher gehört auch zu den Eingeweihten und man muss leider befürchten, dass er bereits ungestört kostbare Gegenstände aus dem Besitz der Blacks veräußert hat. Nein, da habe ich vorgesorgt, versicherte Harry. Er ist der Einzige, der das Haus nicht mehr allein betreten kann und schon gar nicht kann er etwas aus dem Haus anfassen, das wertvoll ist. Die Zwillinge haben mir geholfen, die Gegenstände auf Fletchers Magiesignatur zu prägen und mit fiesen Abwehrzaubern zu versehen. Harry grinste niederträchtig, als er sich daran erinnerte, wie Mandanges mit eitrigen Pickeln im Gesicht aus der Küche gestürmt war, nachdem er sich über das Silberbesteck hatte hermachen wollen. An Hermine gewandt, sagte Harry, »Das Passwort ist das gleiche wie früher, das habe ich nie geändert.« »Passwort?« fragte Severus irritiert. Nickend antwortete Hermine, »In der Bibliothek gibt's noch einen verborgenen Raum. Der Raum selbst ist zwar sehr klein, aber voller Bücher, die man lieber nicht öffentlich zur Schau stellen sollte.« »Schwarzmagische?« Severus' Augen glitzerten interessiert. »Ich nehme an, dass auch Schwarzmagische darunter sind. Ich habe den Raum nie betreten, weiß aber, wo er sich befindet. Nur Remus und Arthur hatten mal die Titel der Bücher überflogen und über sie diskutiert.« Erklärte Hermine gewissenhaft. Severus hob eine Augenbraue. »Dann bin ich gespannt, ob wir fündig werden.« Vor den Toren von Hogwarts angelangt, apparierten Severus und Hermine in eine Gasse in London, um von dort aus ein paar Schritte bis zum Grimmelplatz Nummer 12 zu gehen. Obwohl es erst Nachmittag war, war es bereits dunkel, was auch an der dichten Wolkendecke liegen konnte. Sich die herunterkommenden Häuser in der Straße ansehend, murmelte Severus. Vor 25 Jahren war das hier noch ein angesehenes Viertel. Erst jetzt betrachtete Hermine die Umgebung und die wenigen Leute, die sich hier aufhielten. Die Häuser wirkten marode und die Bewohner waren rein äußerlich sehr schlampig gekleidet. Die erste Doppelseite der Tageszeitung The Moon flatterte im Wind umher und schien den bescheidenen Intellekt der hier lebenden Menschen widerspiegeln zu wollen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite beobachtete Hermine 5 Jugendliche, von denen 2 sehr auffällig ein Auge auf eines der wenigen unzerbeulten Autos, die in dieser Straße parkten, geworfen hatten und durch die Scheibe auf der Fahrerseite ins Innere des Wagens blickten. Der durch den Straßenverkehr matschig gewordene Schnee war durch Reinigungsfahrzeuge an den Straßenrand geschoben worden. Über einen dieser grau-weißen Hügel steigend, die an einigen Stellen mit den Exkrementen von Vierbeiern versehen waren, hielt Severus ihr die Hand entgegen, die sie dankend ergriff, um nicht auszurutschen. Sie hatten ihr Ziel erreicht, Grimmelplatz Nummer 12. Keiner der anwesenden Muggel bemerkte das Haus der Blacks, welches sich den beiden Eingeweihten zeigte. Hermine berührte mit ihrem Zauberstab die Tür mit der abblätternden schwarzen Farbe,
denn ein Schlüsselloch gab es nicht. Man hörte ein metallisches Kratzen, als würden schwere Riegel bewegt werden. Dann folgte ein lautes Rasseln, wie von schweren Ketten. Bevor sich die Tür von allein öffnete und währenddessen ein Seufzer auszustoßen schien. Die beiden konnten das Haus nun betreten. Es war erschreckend, wie sehr die jahrelangen Ausdunstungen von Möbeln, Tapeten, Teppichen und anderen Gegenständen das Atmen erschweren konnten, denn die Luft lag schwer im Inneren des Hauses. Der Geruch war ekelhaft. Trotzdem Hermine und Severus sich extra leise verhalten hatten, war das verdeckte Porträt von Mrs. Black hellhörig geworden. »Wer ist da?« keifte die Stimme hinter dem schweren Samtvorhang. »Sirius?« Weil Mrs. Black den Namen ihres Sohnes genannt hatte, wurde Hermine stutzig, doch sie sagte kein Wort. So dass die alte Frau mit dem verhüllten Gemälde prophylaktisch schimpfte. »Abschaum! Verschwinde aus meinem Haus, Verräter deines Blutes!« Die Personen auf anderen Gemälden waren durch das Gezeter aufgeweckt worden und begannen zu murmeln. Wortlos schlugen Severus und Hermine den Weg in die Bibliothek ein. Derweil blickten die anderen Herren und Damen aus ihren Gemälden verächtlich zu den beiden hinab und flüsterten bösartige Bemerkungen. Nur einmal hörte Hermine das gezischelte Wort »Schlammblut«, doch sie reagierte nicht, auch wenn sie dem Bild gern die Meinung gesagt hätte. In der Bibliothek, in der zum Glück kein einziges Gemälde hing, jedenfalls keins, das eine Person abbildete, atmete Hermine tief durch, während ihre Augen die ruhige Atmosphäre des Raumes mit seinen gemütlichen großen Ohrensesseln, die ihr abgewandt zum Kamin aufgestellt waren, auf sich wirken ließ. Auch hier war die Luft abgestanden, doch sie empfand sie als angenehm, denn es roch nach Papier und Leder, nach Büchern. »Ich verstehe nur zu gut, warum Sirius und Anne sich ein eigenes Haus gekauft haben. Hier kann man gar nicht wohnen.« Hermine ging schnurstracks auf eine Bücherwand zu, tippte sie mit ihrem Zauberstab an und flüsterte ein Passwort, sodass sich eine geheime Tür öffnete. »Ich denke«, begann Severus, »dass es hier wohnlich sein könnte, wenn es möglich wäre, sich der Gemälde zu entledigen.« »Der Dauerklebefluch bei Mrs. Black ist nicht zu brechen. Bill hat sich drum gekümmert. Ich meine, wenn er als Fluchbrecher es schon nicht schafft, dann...« »Man könnte eventuell einen Elf fragen, ob es machbar wäre.« warf Severus ein und Hermine zog erstaunt die Augenbrauen in die Höhe, denn daran hatte sie noch gar nicht gedacht. Die geöffnete Geheimtür gab den Blick auf einen kleinen Raumpreis, der nicht größer als 1,5 x 2 Meter war. Bücher bedeckten jeden freien Platz an den drei Wänden und machten den Raum noch enger, als er schon war. »Eine kleine, aber feine Sammlung«, sagte Severus erfreut, als sein Blick über einige der vielen Titel schweifte. »Ah, sehen Sie mal, hier haben wir eine alte Bekannte und auch noch so gut erhalten.« Severus zog ein Buch aus einem der Regale. Es handelte sich um die 12 Briefe der Cassandra Trelawney. Erinnerungen kamen in Hermine auf, denn dieses war das erste Buch gewesen, welches Severus ihr zu lesen gegeben hatte, auch wenn es sich nicht um sein eigenes Exemplar gehandelt hatte, sondern um das Verliehene von Luna, welches sie, das fiel ihr in diesem Augenblick mit einem Hauch von Reue ein, demnächst an ihre Freundin zurückgeben müsste. An Severus Gesichtsausdruck konnte sie ahnen, dass auch er sich in der Zeit zurückgesetzt fühlte. Sie stöberten eine Weile und lasen die Titel. Es handelte sich überwiegend um verbotene Bücher, die beim Ministerium auf der schwarzen Liste standen. Nur 2 von ihnen waren tatsächlich dunkelmagisch, doch Hermine und Severus kannten die entsprechenden Schutzsprüche, um sie gefahrlos öffnen zu können. Eines der ältesten Bücher,
das sie hier fanden, handelte von gefährlichen, magischen Wesen und Hermine war sich sicher, dass sie hier interessante Anhaltspunkte finden könnte. Sie blätterte und las hier und da einige Passagen und wurde stutzig. Severus bemerkte ihre fast unmerkliche Reaktion, denn sie kräuselte häufig ihre Nase, wenn sie etwas für Unfug hielt. In dem engen Raum hatte er sich ihr mit nur einem Schritt genähert. Er blickte über ihre Schulter und fragte: Auf was sind Sie gestoßen? Hier steht... Hermine tippte auf eine bestimmte Stelle. Wofür man den Samen eines Basilisken verwenden könnte. Aber sie sagten doch, er hätte gar keine... naja. Severus las ein paar Textstellen und erklärte selbstsicher: Der Autor hat sich das alles aus den Fingern gesogen. Er beschreibt unter anderem die Haut des Basilisken als aalglatt. Dabei bestand sie aus Schuppen. Er zog ein Gesicht. Vermutlich war das Buch zu seiner Zeit sogar ein Bestseller, denn es gab niemanden, der ihm das Gegenteil beweisen konnte. Vielleicht gibt es aber auch verschiedene Arten von Basilisken. Stellte Hermine als These auf, woraufhin er sie fragend anblickte. Naja, es wäre doch möglich, dass verschiedene Hühner- und Krötenarten auf verschiedene... Sie war am Ende immer leiser geworden, bis sie ganz verstummte, denn ihr eigener Denkfehler war ihr selbst aufgefallen. Doch es war Severus, der sie amüsiert lächelnd darauf hinwies. Was aber bedeuten würde, dass sich die Tiere auf biologische Art fortgepflanzt haben müssten, was jedoch nicht der Fall ist. Das Ei ist schon da, es wird von noch einer anderen Tierart ausgebrütet. Eine kleine Falte an ihrer Nasenwurzel verriet ihm ihre Gedanken, sodass er schmunzelnd sagte: Aber wie ich sehe, sind Sie schon selbst darauf gekommen. Was für ein Buch haben Sie in der Hand? Wollte sie wissen und mit ihrer Frage gleichzeitig von sich ablenken. Das Buch ansehend, erklärte er: Die halbbiografische Abhandlung über das Leben eines Paselmundes, der Gefallen an den dunklen Künsten gefunden hatte. In einem Kapitel wird darüber berichtet, dass er sich einen Basilisken gezüchtet haben soll, den er dank seiner Kommunikationsfähigkeit unter Kontrolle gehalten hatte. Es wird auch beschrieben, wie er mit dem Gift der Schlange experimentiert haben soll. Das könnte hilfreich sein. Wir sollten es mitnehmen, falls Mrs. Lestrange eben jenes Buch für ihre Experimente zu Rate gezogen haben sollte. Es hatte eine Weile gedauert, bis sie alle anderen Buchtitel überflogen hatten. Während Hermine bereits an einer Wand fertig war, strich Severus noch mit seinen schmalen Fingern über die Buchrücken und las mit schräg gestelltem Kopf die Titel, als er plötzlich bei einem Band bewegungslos innehielt und nur seine gelblich verfärbten Finger zu zittern begannen. Doch er riss sich schnell wieder zusammen. Hermine merkte sich das Buch und schaute sofort daraufhin in eine andere Richtung, sodass sein Kontrollblick, den er zu ihr hinüberwarf, um zu sehen, ob sie ihn womöglich beobachtet hatte, ihn auf eine falsche Fährte lenken sollte. Severus musste sich zunächst räuspern, bevor er sich einer festen Stimme sicher sein konnte. Haben Sie noch ein Buch gefunden, das Sie mitnehmen möchten? Nein, ich denke, wir haben gefunden, was wir gesucht haben, antwortete sie und zeigte derweil auf die Biografie, die er in der anderen Hand hielt. Dann können wir wohl gehen. Severus verzichtete auf Höflichkeit und verließ als erster den Raum, denn hätte er ihr den Vortritt gelassen, hätte sie sich erst dicht an ihm vorbeischlängeln müssen. Sie folgte ihm und zog im Vorbeigehen in Windeseile das eine Buch, welches Severus eben aus der Fassung gebracht hatte, aus dem Regal heraus und verkleinerte es schnell, um es unauffällig in ihrer Hosentasche verschwinden zu lassen, bevor sie den Raum verließ. Er hatte keinen Verdacht geschöpft. Mir wäre nach einem Tröpfchen Weinbrand, sagte Severus sehnlich, nachdem er auf einer Anrichte neben dem Kamin eine kleine Auswahl von Karaffen mit schimmernd goldfarbenem Inhalt erblickt hatte. Hermine ging an den beiden Ohrensesseln vorbei und näherte sich den Getränken. Wenn Sie meinen, dass der noch gut ist? Sie säuberte zwei Gläser magisch und ergriff bereits eine der Karaffen, um sie zu öffnen und am Inhalt zu schnuppern. So etwas wird nicht schlecht, erwiderte er trocken.
Sie schenkte sich und ihm etwas ein, nahm beide Gläser jeweils in eine Hand und drehte sich um, bevor sie sich so sehr erschreckte, dass sie aufschrie und den guten Tropfen fallen ließ. Heyje, wollen Sie mir einen Herzinfarkt bescheren? Wetterte Severus, der trotz seiner harschen Worte besorgt zu ihr eilte, um nach dem Rechten zu sehen. Sein Blick fiel auf einen der Ohrensessel und sofort wusste er, was Hermine erschreckt hatte. Blick, grüßte er mit kühler Stimme. Ein leichtes Schmunzeln war auf Sirius' Gesicht zu erkennen, bevor er an Hermine gewandt, sagte: Ich wollte dich wirklich nicht erschrecken. Ich wollte nur mal sehen, wie lange ihr braucht, um mich zu entdecken. Du hättest was sagen können, schimpfte sie, bevor sie die Verschmutzung auf dem Teppich beseitigte. Wie lange bist du denn schon hier? Sirius saß gemütlich im Ohrensessel und schwenkte selbst ein Gläschen Weinbrand. Schon lange vor euch. Ah, machte Severus. Sie schwärmen wohl von alten Zeiten. Mit zusammengekniffenen Augen blickte Sirius ihn an und musterte ihn argwöhnig, bevor er eigentlich mehr zu sich selbst als zu Severus sagte. Die alten Zeiten? Die alten Zeiten sind vorbei und die neuen sind ein wenig verstörend. Geht es dir nicht genauso? An Hermine gerichtet, sagte er. Ich wollte nachsehen, ob hier alles in Ordnung ist. Das Haus ist unbewohnt und auch wenn Harry Vorkehrungen getroffen hat, wollte ich mich vergewissern, dass nichts gestohlen wurde. Provozierend schaute Sirius erst Severus in die Augen, bevor er seinen Blick zu dem Buch wandern ließ, welches der Zaubertränkemeister in der Hand hielt. Wir haben Harry um Erlaubnis gebeten, rechtfertigte sich Severus mit zischelnder Stimme. Ließ Sirius nachdenklich verlauten. Es ist nur, dass das Haus mir gehört. Harry hat es mir zurückgegeben, nachdem ich wieder da war. Er hatte sehr sachlich geklungen. Hermine griff ein und fragte Sirius übertrieben höflich. Darf ich mir das Buch bitte ausleihen? Aber natürlich, bestätigte Sirius müde klingend, bevor er an seinem Weinbrand nippte. Man konnte ihm ansehen, dass er nicht in der Stimmung war, ein Gespräch führen zu wollen, und so ließen Severus und Hermine ihn allein. Vor der Haustür zögerte sie jedoch und sagte: Severus, gehen Sie doch bitte schon vor. Ich komme gleich nach. Warum? Fragte er barsch. Sirius ist irgendwie seltsam. Der Mann ist immer seltsam, blaffte er sie missgelaunt an, womit er die Schimpftirade von Mrs. Blacks Porträt wieder angekurbelt hatte. Denn die keifte und zeterte erneut über Halbblüter, Dreck und Ausgeburten von Schmutz und Niedertracht, die ihr Haus besudeln würden. Ich möchte nur mit ihm reden, erklärte Hermine etwas lauter, damit Severus sie noch hören konnte. Dann tun Sie, was Sie nicht lassen können. Er riss die Tür auf und knallte sie hinter sich zu. Hermine stöhnte, bevor sie sich kurz die Ohren zuhielt, denn auch alle anderen Gemälde hatten in den rassistischen Redeschwall von Mrs. Black eingestimmt. Zurück an der Tür der Bibliothek kündigte sich Hermine mit einem Klopfen an, bevor sie das Zimmer betrat. Du bist noch hier? Fragte Sirius nur wenig erstaunt. Warum bist du überhaupt hier, Sirius? Ich dachte, du magst das Haus nicht. Tu ich auch nicht. Von unten schallte der Lärm vieler Stimmen hinauf, weswegen er die Augen zusammenkniff, als würde es ihm Kopfschmerzen bereiten. Von einem Schluck Weinbrand erhoffte er sich Erleichterung. Mutig fragte Hermine, nachdem sie gegenüber auf dem anderen Ohrensessel Platz genommen hatte. Gibt's Ärger zu Hause? Wie man's nimmt, sagte er emotionslos. Weil Anne arbeiten gehen möchte? Erstaunt blickte er sie an, bevor er fragte. Harry hat das erzählt? Ginny hat mir erzählt, dass Harry von ihr wissen wollte, was sie später machen möchte, erwiderte Hermine ehrlich. Und was möchte sie machen? Wollte er wissen. Sie möchte am liebsten Quidditch spielen. Hermine lächelte, doch Sirius erwiderte diese Freundlichkeit nicht. Was hat Harry dazu gesagt? Er findet es in Ordnung. Hermine seufzte, bevor sie leise fragte. Was ist das Problem, Sirius? Das Gezeter aus der Eingangshalle war wieder lauter geworden,
sodass er ihre Frage ignorierte und sagte: Ich habe mich schon oft gefragt, was geschehen würde, sollte ich das Haus einfach bis auf die Grundmauern abbrennen. Würden die Flammen trotz Fidelius auf die Nachbarhäuser übergreifen? Was meinst du? Mitfühlend, sagte sie. Man kann sich auch anders von der Vergangenheit lösen, Sirius. Ich kann das verdammte Haus nicht mal verkaufen, schimpfte er, bevor er mit einem großen Schluck sein Glas leerte. Hermine legte ihm nahe. Harry und Ginny würden sich freuen, wenn du sie besuchen würdest. Du hast dich in letzter Zeit sehr rar gemacht. Damit man Mitleid mit mir haben kann? Fragte Sirius beleidigt. Wieso Mitleid? Wenn dir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, während Anne bei der Arbeit ist, er schnaufte wütend, dann kannst du doch tun und lassen, was du möchtest. Du warst lange nicht mehr bei Harry. Sirius dachte einen Moment lang nach, während sein Blick auf dem leeren Glas verweilte, bevor er mit leiser Stimme sagte: Vielleicht sollte ich ihn wirklich mal besuchen. Ja, solltest du. Sie klopfte sich auf die Oberschenkel, bevor sie aufstand und sich verabschiedete. Ich muss jetzt gehen, aber ich würde mich freuen, wenn du mich auch mal besuchen würdest. Remus sieht dich auch nicht mehr so häufig, hat er mir jedenfalls neulich gesagt. Der Hauch eines Lächelns zeigte sich in seinem Gesicht ab. Als Hermine allein das Haus am Grimmelplatz verließ, da schüttelte sie den Kopf, denn sie würde nicht die Kraft aufbringen, Severus und Sirius gleichzeitig zu einem neuen Leben ermutigen zu können. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.